Stein still. Verzeihen Sie, Bürgermacher. Bürgermacher, man hat mir gesagt, dass Sie sich für die kleinen Leute einsetzen. Ich habe vom König eine Rente von 100 Francs zu bekommen. Und er zahlt nicht mehr. Man muss ihn abschaffen, diesen König. Was sagen Sie? Den König abschaffen? Und meine 100 Francs? Wir leben in einer Revolution. Ja, ich weiß, aber... Der König ist gefangen und hat kein Recht mehr, über die Staatseinkünfte zu verfügen. Das Volk wird Ihnen Ihre 100 Francs bezahlen. Das Volk? Jawohl, mein Freund, das Volk. Denn der König, die Aristokraten, der Hof, alle Ausbeuter müssen verschwinden. Ja, aber Verzeihung für... Doch, König, habt euer Geld verschwendet. 3000 Pferde stehen im Marstall. 300 Prunkwagen und das Hofgesinde ist nicht mehr zu zählen. 3/4 Milliarden hat das Schloss zu Versailles gekostet. Sänger, Komponisten, Tänzer, Dolmetscher... Herolde, Drucker und die Priester, eine ganze Klerisei. 400 Bürger, aber der Hof hat geprasst. Wie heißt der Mann? Merkt ihr den Namen, Bürger? Es ist Danton. Danton? Ja, er hat ganz recht. Der König hat ganz Frankreich aufgefressen. Aber die Bauern und wir Kleinrentner müssen verhungern. König weint. Er weint heiße Tränen über die Dummheiten, die Marie Antoinette, seine österreichische Frau, ihn machen ließ. Aber schließlich sagt er sich, was kann mir geschehen? Ich bin der Gesalbte des Herrn. Zur Vorsicht aber sichere ich mir dazu die Hilfe des Auslandes. Aus seinem Frankreich wollte er fliehen und zu unseren Feinden übergehen. Wisst ihr, wie man das nennt? Hochverrat! An der Grenze hat man ihn abgefasst wie einen landesflüchtigen Verbrecher. Bürger, dieser König muss verschwinden, damit ihr leben könnt. Eine Nation von Erwachsenen braucht keinen Vormund! Nieder mit dem König! Nieder mit dem König! Nieder mit dem König! Sagt Danton, dass er die Renten zahlen will? Renten? Mann! Es geht um die Sache der Freiheit. Schäme dich, wenn du das noch nicht begriffen hast. Ach, Herr Robespierre, Sie essen und trinken ja schon gar nichts mehr. Sie kommen ja ganz von Kräften. Dieses Hemd ist schlecht gebügelt. Wahrhaftig, Herr Robespierre. Aber ich habe ja meine Gedanken schon gar nicht mehr beisammen. Mein Gott, diese Zeiten. Gerade in diesen Zeiten muss man seine Gedanken beisammen haben. Sagen Sie mir doch bitte endlich die Wahrheit. Was wird denn werden? Ich kann ja schon gar nicht mehr schlafen. Wenn Sie sich mehr um Ihre Wäsche kümmern würden als um die Revolution, würden Sie bald wieder schlafen können. Ja, wird man denn dem König den Prozess machen? So antworten Sie doch endlich, Herr Robespierre. Es hat geklopft.
Sie wünschen, mein Herr? Ich möchte Herrn Robespierre sprechen. Der Bürger Robespierre empfängt keinen Aristokrat. Bitte. Herr Robespierre, ich bin der Marquis von Saint-Just. Ich bin nach Paris gekommen, um mein ererbtes Gut der Republik zu schenken. Hoffentlich ist Ihr Gut nicht zu sehr verschuldet, Herr Marquis. Bitte. Glauben Sie mir, es gibt keinen Mann in Frankreich, den ich mehr bewundere als Sie. Es kommen viele Aristokraten zu mir. Aber ich stelle mich Ihnen ganz zur Verfügung. Ich will für Robespierre kämpfen. Und für die Republik. Sitzung sein mag, sie wird, das wage ich zu behaupten, über das Schicksal Frankreichs entscheiden. Danton verlangt den Kopf des Königs. Ja. Ich aber sage euch, beginnt die errungene Freiheit nicht mit einem Mord. Sehr richtig. Man muss das Übel im Keim ersticken. Was ist das überhaupt für ein Amt, das durch den Zufall der Geburt verliehen wird und von einem Idioten verwaltet werden kann? Aber Danton, hier im Jakobinerclub gibt es doch nur Republikaner. Hoffentlich. Die Staatsform Frankreich steht hier gar nicht zur Debatte. Es handelt sich hier um das persönliche Schicksal des Königs. Ob Verbannung oder Hinrichtung. Ich bin für Verbannung. Wir haben Louis Capet nicht zu fürchten. Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Das stimmt nicht. Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Und die gute Gesellschaft ist noch nicht tot. Die gesunde Kraft des Volkes muss eben an... Na was denn? Na, was? Muss sich an die Stelle dieser ausgeleierten Gesellschaft setzen. Und deshalb sage ich, Louis Capet auf die Guillotine. Sehr richtig! Jetzt können Sie doch nicht gehen, Danton. Meine Meinung werde ich schon durchsetzen, aber dieses Gerede habe ich satt. Sehen Sie mal, da kommt wer. Vielleicht gibt der Ihnen die 100. Hier, das ist der Bürger. Da kommt der Danton, den kenne ich ja. Bürger Danton, den kenne ich. Ja, ich stehe zur Verfügung. Guten Tag. Guten Tag, Kinder. Guten Tag. Wie geht's? Wie geht's? Danke. Ich möchte ein halbes Burgunder. Zwei Gläser. Ich wollte jetzt. Wir haben schon lange nicht das Vergnügen gehabt. Ich habe ja auch Tag und Nacht zu tun. Noch. Nicht so. Ja, bitte? Ja, ich wollte. Ein bisschen voll geworden. Ja, ich habe manchmal vollkommen das beschädigt. Ich habe 100 Francs zu bekommen vom König. Und da muss. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich mit den 100 Francs? Ja, ich. Nur aus tiefster Sorge um unsere gemeinsame Sache muss ich euch immer wieder sagen, die Revolution ist in Gefahr, wenn Louis Capets Kopf fällt. Alle Monarchen Europas werden sich zusammentun, um an Frankreich dafür Rache zu nehmen. Darin hast du recht, Robespierre.
Die Despoten haben sich noch fester zusammengeschlossen, während wir hier nächtelang streiten. Vermeiden wir doch jede Spaltung. Ja, aber wenn nun unser Antrag im Konvent nicht durchdringt... Ja, lass nur, ja. Danton wird das schon alles machen. Robespierre, du bist der Einzige unter uns, der sich noch vor Louis Capet stellt. Wenn wir nicht auch in diesem Punkte einig sind, so raubst du der Revolution ihre ganze Stoßkraft. Ihr werdet noch an meine Worte denken. Aber, in der Sache willen, ich werde vor dem Konvent für euch eintreten. Bravo, Robespierre! Was habe ich davon? Mache immer Krach und Krach die Leute und ich bekomme meine 100 Fonds nicht. Da kommt der Moulin. Der Zeitungsschreiber. Na, das sind die Schlimmsten. Die ganze Stadt gelaufen und habe überall das Volk zu den Waffen gerufen. Die Revolution marschiert! Sie marschiert unaufhaltsam! Lassen Sie es doch endlich zufrieden. Schweinerei! Sollen wir denn ruhig zusehen, wie diese Bestien uns alles Heilige vernichten? Sie können uns entrechten. Sie können die Kirchen zusperren. Sie können die Religion abschaffen. Aber Gott können Sie nicht guillotinieren. Die Herren von der Garde. Das sieht hier aus. Wie im Museum. So. Jetzt wollen wir uns den guten König mal ansehen. Kommt da rein, alle!
Kommt rein! Wollen wir in uns verhalten? Na? König hier, was? Ja, hier möchte ich auch mal wohnen! Zum König! Zum König! Rui Capi! Sprichst du deinem König? Du, weißt du, was du bist? Ein Nichts. Ein Dreck bist du. Ja, das stimmt. Du Schuft, du! Mein Sohn ist durch dich gefallen. Und ja, unsere Söhne! Ja, ja, ja! Das Maß ist voll. Du... Legende! Lass doch jetzt. Na ja. Geh doch. Nein. König kommt von den Konvent. Ach, Konvent. Ach, Konvent. Siehe. Fürchten Sie nichts. Ich habe keine Angst. Ich habe die Sakramente genommen. Jetzt können Sie mit mir machen, was Sie wollen. Bürger, angesichts der zermürbenden Dauer des Prozesses hat der Jakobinerclub, um endlich eine Entscheidung herbeizuführen, nach reiflicher Überprüfung des Sachverhalts einstimmig den Beschluss gefasst, gegen Louis Capet die Todesstrafe zu beantragen. Das Volk soll zu diesem Antrag Stellung nehmen und durch seine Abgeordneten seinen Willen kundtun. Also, wir treten in die Debatte ein. Der Verteidiger des Bürgers Louis Capet, der Advokat Malzer, hat das Wort.
mit Eurer Majestät untertänigst wird sprechen zu dürfen. Der Konvent ist, da eine politische Körperschaft darstellt, für ein Gerichtsverfahren nicht zuständig. Also auch nicht für ein Verfahren gegen seine Majestät den König. Heiligste Person des Monarchen ist nur Gott verantwortlich und kein irdischen Gerichtshof. Seid doch vernünftig! Macht euch doch frei von euren Gefühlsduseleien! Benutzt euren gesunden Menschenverstand! Er ist ein gutes, ein scharfes Instrument. Sehr richtig. Setzt es an und es durchschneidet unfehlbar den Hals Louis Capets. Bravo, Saint-Just. Louis Capets, Sie haben das Wort. Frankreich wollte die Verfassung. Ich habe sie Frankreich gegeben. Paris wollte, dass ich in seiner Mitte lebe. Ich bin nach Paris gekommen. Danton wollte meinen Kopf. Da war es mein gutes Recht zu fliehen und meine Brüder auf den Thronen Europas aufzufordern, Frankreich zu bewahren vor der Schande des Königsmordes. Wenn ein Mensch seinen Kopf verlieren soll, da hat er schon das Recht zu fliehen. Ja, und er hat so hübsche Kinderchen. Franzosen! Es ist die höchste Zeit, dass wir unserem inneren Feind den Krieg erklären und beweisen, dass der Nationalkonvent das einzig zuständige und höchste Gericht Frankreichs ist. Sehr richtig. Die alte Aristokratie hebt allerwärts wieder das Haupt empor. Und es gibt viele, die es nicht merken. Aber wir merken es. In einer Republik sind nur Republikaner Bürger. In einem Augenblick, da man öffentlich und unverhüllt die Gegenrevolution predigt, da der ehemalige König von Frankreich das Vaterland an den Feind verrät, indem er feindliche Söldner aus seiner Tasche bezahlt, das heißt also aus unserer. Ja. Beweise! Beweise! Hier sind Beweise, die unwiderlegbar! Den Hochverrat Louis Capets beweisen. Dokumente, gefunden in einem Geheimschrank seiner Majestät, trotz seiner heuchlerischen Beteuerungen. Und so erkläre ich, dass jeder, der die Stirn hat, für die Gegenrevolution, für die Aristokratie, für den König zu sprechen, fallen muss. Und ich verlange, der Konvent möge der Welt, vor allem aber dem französischen Volke zeigen, dass er die blutig errungene Freiheit erhalten will und dass er beschlossen hat, alle Verräter des Vaterlandes und alle Feinde der Republik zu zermalmen. Ihnen denn dieser Danton immer noch so sympathisch? Ein unerbittlicher Gegner. Aber er spricht hinreißend. Es lebe der König! Blutkäufer! Fahnen von Ländern!
liegt daran, Camille? Mag man meinen Namen beschimpfen, wenn nur das Vaterland frei wird? Blutsäufer! Gut! Sei es drum! Wenn es sein muss, trinken wir das Blut aller Feinde der Menschheit! Erfüllt eure Aufgabe! Folgen wir der Sturmflut der Freiheit! Revolution machen heißt kühn sein! Kühn sein! Und nochmals kühn sein! Die Verbrücher der Menschheit bestrafen ist Gnade! Ihnen verzeihen ist Barbarei! Ehemals König der Franzosen an, des Vaterlandsverrates, der Konterrevolution und des Hochverrats. Und so verlange ich im Namen aller Patrioten für das durch ihn verbrecherisch vergossene Blut französischer Bürger die Todesstrafe. Also, Krieg mit Spanien. Die 7. Kriegserklärung, General. Ja. König von Preußen, Kaiser von Österreich, der Papst, Spanien, Portugal und... Neapel. Neapel, ja. Wir haben keine Reserve. Wir werden mal die 18-Jährigen ausheben müssen, General. Tanto. Das muss Danton machen. Ich nicht. Tja, ja. Krieg mit der ganzen Welt. 28, 29, 30. Jetzt haben es die Königsmörder eingebrockt. Der Robespierre ist doch ein so gerissener Fuchs. Wie der sich von Danton so niederbrüllen lassen kann, das verstehe ich nicht. Verlass dich drauf. Danton weiß, was er tut. Sogar Musik machen die hier. Besser können sie es zu Hause auch nicht haben. Ja, ja. Die Aristokraten. Ja, ja. Aristokrat.
Wird denn Danton Sie heute wieder besuchen? Ich weiß nicht. Ja, fühlen Sie denn nicht, dass man Sie meidet, Luise? Ich fürchte, mein Freund, ich habe mich in diesen Menschen verliebt. Und trotzdem sage ich euch, Kinder, Kinder, da draußen sieht's böse aus. Einige hunderttausend Verbündete. Und 30.000 bei uns. Nur ein Dummkopf lässt ihn noch rausschicken. Wieder Besuch bei der kleinen Gräfin. Dazu hat er auch noch Zeit. Merken Sie nichts? Was denn? Sie dürfen nicht so oft zu mir kommen. Warum? Meine Freunde... Ach so. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt, der kommt nur hierher, um dein saudummes Gesicht zu sehen. Was haben Sie? Also weiter. Befehl vom Wohlfahrtsausschuss? Jeder General, der sich schlagen lässt, wird als Hochverräter unter Anklage gestellt. General Dumouriez, wer wird den Oberbefehl bekommen? Sie da drinnen wollen Danton. Nein, nicht mich. Schick doch den Dumouriez an die Front. Ich bin müde. Ich brauche eine Atempause. Ich bin auch kein Soldat. An die Spitze der Armee gehört ein Mann, für den sein Verdienst spricht. Und nicht seine Freundschaft mit dir. Dumouriez ist der beste Offizier, den wir haben. Und wer bürgt für seine Zuverlässigkeit? Wer? Ich. Und was verstehen wir vom Krieg? Nichts. Aber ich verstehe mich auf Menschen. Diesmal irrst du, Robespierre. Also? Also du bestehst auf Dumouriez? Ja. Gut. Und die Folgen? Auf meinen Kopf. Was wollen Sie? Ich bin in die Heimat kommandiert und soll mich bei Ihnen melden, Bürger Danton. Warum? Der Kriegsminister behauptet, ich eigne mich nicht zum Felddienst. Der Kriegsminister ist ein Esel. Sie kommen natürlich an die Front. Wie heißen Sie? Leutnant Bonaparte. Bonaparte. Ich werde es mir aufschreiben.
Viertens, die öffentlichen Dirnen haben alle Plätze, Straßen, Kaffeehäuser von Paris bei Todesstrafe zu meiden. Der Wohlfahrtsausschuss Robespierre. Dieser Robespierre macht aus Paris eine Korrektionsanstalt. Ich sage dir, zuerst schaffen sie die Unsittlichkeit ab und zum Schluss unsere ganze Freiheit. Die öffentlichen Dirnen haben alle Plätze zu meiden. Was macht denn dann unser guter Danton? Vorsicht. Also wollen Sie mir nicht wenigstens sagen, wo ich hier bin? Tun Sie doch nicht so. Sie wissen doch, wo Sie sind. Also, wo bin ich denn? Paris ist vom Feinde bedroht. Und Anton hat nichts weiteres zu tun, als Aristokratinnen aus dem Gefängnis zu entführen. Nichts weiteres zu tun? Wenn sich ein Revolutionär so benimmt wie Danton, dann bin ich dafür, ihn öffentlich anzuklagen. Er muss jeden Augenblick hier sein. Er kann diese wichtige Sitzung nicht versäumen. Er wird sich schon zu verantworten wissen. Sie ist unten. Sie müssen in die Kommune. Was hat sie gesagt? Weg wollte sie. Weg wollte sie. Und du? Ich habe abgeschlossen. Ja, aber die Kommune. Ja. Ich hasse Sie. Ich sage euch, er hat die Revolution satt. Sehr richtig. Morgen schon kann er gegen uns sein. Wollen Sie noch länger warten? Nein. Ich beantrage, ohne ihn zu verhandeln. Stimmen wir ab. Wer ist dafür? Ich. Ich auch. Kann nur jeden Augenblick. Also, fangen wir an. Ja, aber dann vom... Ja, natürlich. Von ihresgleichen konnte ich mir ja nichts anderes erwarten. Aber jetzt sage ich es Ihnen zum letzten Mal. Lassen Sie mich in... Thank you.
der Moulin. Wir haben auf dich gewartet. Was treibst du? Sie haben wichtige Beschlüsse ohne dich gefasst. Du musst sofort in die Sitzung kommen. Ach, ja, die Sitzung. Der Moulin. Ich werde heiraten. Heiraten? Ja, komm, komm, komm. Nein, stell dich vor. Ich muss sofort in die Sitzung. Ihre Freunde durch mich verlieren. Ich liebe dich. Ihr habt mir alles genommen, was mir teuer war. Aber ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht. Lass uns jetzt nicht rechten. Wir wollen eine Weile vergessen, woher wir gekommen sind. Robespierre! Noch ist Danton nicht zu entbehren. Das weiß ich. Aber wir müssen ihn im Auge behalten. Die Luft trägt mir zu, was er treibt und spricht. Hm. Danton ist aber nobel geworden. Der ist ja nicht immer voll. Paris hungert. Danton feiert Hochzeit. Aber ja. Schön ist die Frau. Na ja. Na, stimmt. Unbedingt. Wo bleibt Robespierre? Hat abgesagt. Und Saint-Just? Auch. Marat auch. Komm. Danke. Camille! Ja. Camille! Ruhe. Ruhe für Camille. Camille, komm. Wer hatte bloß Leben und keine Rente? Wer, wer, wer? Wer hatte mehr Gläubiger als Klienten? Wer, wer, wer? Wer steckt in Schulden bis über die Ohren? Wer hat zuerst den Respekt verloren? Wer, wer, wer? Wer hat den Kampf gegen Ludwig begonnen? Wer, wer, wer? Wer hat den Prozess der Menschheit gewonnen? Wer, wer, wer? Wer hat der Freiheit die Bahn geschaffen?
uns lag es sicher nicht, wenn wir zurückgehen mussten. Aber bei dem General Duvalier weiß doch kein Mensch, woran er ist. Sag's doch ruhig, was jeder bei uns an der Front weiß. Duvalier verrät uns. Wo ist denn Danton? Ja, wo ist denn Danton? Er feiert Hochzeit in Flitterwochen. War es nicht Danton, der dem Dumouriez den Oberbefehl erteilte? Ja. Und dafür soll er sich vor uns verantworten. Davon haben wir nichts. Schickt ihn raus an die Front. Ja. Er ist der Einzige, der da Ordnung schaffen kann. Ja, es tut mir furchtbar leid, dass Sie so lange warten müssen. Aber mein Mann muss jeden Augenblick kommen. Sie sind doch aus Arras, nicht? Ja. Sie waren doch auch Advokat, wie mein Mann. Ja. Sie sind doch verheiratet, Herr Robespierre. Nein. Mann, entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. Ja. Du hör doch. Ich hab Hunger. Hör mal, Robespierre ist da. Robespierre? Du, das ist der hölzernste Mensch, den ich je gesehen habe. Warum wollt ihr mich eigentlich von Paris weghaben? Sei ehrlich, Robespierre. Ehrlich? Das sagst du mir? Dein Dumouriez ist nicht nur geschlagen worden. Er paktiert doch mit dem Feind, um die Republik zu stürzen. Nein, ich danke. Der Schweinehund. Ich empfehle dir also, sofort an die Front zu reisen. Dann los. Willst du weg? An die Front? Was wollt ihr denn von ihm? Oh, lasst ihn doch endlich in Ruhe! Ja. Schimpf nur. Also, meine Herren, ich fasse noch einmal zusammen. Wir marschieren nach Paris, setzen die Revolutionäre gefangen, befreien ihre Majestät. Befreien ihre Majestät die Königin und lassen den Dauphin zum König von Frankreich ausrufen. Und Sie unterstellen die französischen Truppen unserem Oberkommandierenden, dem Herzog von Coburg. Guten Tag, Danton. General Dumouriez ist mit uns einig, die Anarchie in Paris zu beseitigen. Es gibt keine andere Wahl. Die Republik muss fallen, damit Frankreich lebt. Meine Herren von der österreichischen Armee, General Dumouriez handelt ohne Auftrag. Aber ich handle doch noch nicht. Ich als bevollmächtigter Minister der Französischen Republik übernehme die Verhandlungen. Führen Sie mich zum Herzog von Coburg. Aber Danton, General Dumouriez? Bitte, meine Herren. Mara. Ermordet. Mara. Ermordet.
Ermordet! Hans! Ermordet! Wer hat sie ermordet? Wer hat sie ermordet? Wie ihr hört, ich melde den Minister Danton, der die Verhandlungen für Frankreich weiterführen will. Na, da bin ich ja gespannt. Mein Beglaubigungsschreiben, herzogliche Hoheit. Bitte Platz zu nehmen, Herr Minister. Danton. Ihre Armee ist geschlagen. Unser Vormarsch ist unaufhaltsam. Sagen Sie mal, mein lieber von Strachwitz. Von Strachwitz, ja. Ja. Wann kampieren unsere Soldaten in Paris? In spätestens 6 Wochen, herzogliche Hoheit. Da verlangen Sie von uns, wir sollen nach Hause gehen? Was bieten Sie uns? Nichts. Marschieren Sie nach Frankreich, besetzen Sie Paris und Sie werden nach Deutschland so viele Revolutionäre zurückführen, als Sie Soldaten ins Feld geführt haben. Unsere Idee ist unbesiegbar, herzogliche Hoheit. Fahr wohl, Marat. Du warst ein guter Kämpfer. In der Geschichte der Freiheit wird dein Name ewig fortleben. Uns aber soll deine ruchlose Ermordung das Signal sein, gegen die Feinde der Revolution mit allen zu Gebote stehenden Mitteln vorzugehen. Von dieser Stunde an gibt es kein Erbarmen mehr. Dass in Paris aus unseren Soldaten Revolutionäre gemacht werden, das dürfte wohl ein frommer Wunsch der Franzosen sein. Bei uns Deutschen wird Revolution gar nicht gestattet. Kein Mensch in Deutschland weiß überhaupt, was Revolution ist. Das dürfte ein Irrtum sein, meine Herren. Durch mein Amt bin ich genötigt, auch die revolutionäre Literatur des Auslandes zu lesen. Und so habe ich kürzlich den Satz eines großen deutschen Dichters gefunden. Er heißt... Er meint Kotzebue. Nein. Goethe? Nein, auch nicht. Schiller, ja. Ja, Schiller. Der lässt seinen Helden etwa folgenden Satz sagen. Ja? Stellt mich vor ein paar Kerls, wie ich es bin, und ich mache aus Deutschland, eine Republik. Republik? Wie heißt der Mann? Schiller. Wird verboten. Deine Ermordung, Marat, bedeutet das Signal zum Angriff auf das Leben der Republik. Hier an deinem Sarge fordere ich zum Schutze der Freiheit den Schrecken. Aufs Schafott mit allen Royalisten. Ich habe Ihnen zugestanden, Hoheit, was ich vor meinem Gewissen, vor meinem Amt verantworten kann. Die Royalisten werden amnestiert unter den zwischen uns vereinbarten Bedingungen. Aber Marie Antoinette gibt kein Aber. Mit ihrem Nein gebe ich Befehl zum Vormarsch auf Paris. Ist schon gut. Hunger. Hunger, ne?
la Vendée. Hunger in der Vendée. Hunger. Robespierre! Der Prozess gegen Maria Antoinette ist zu Ende. Der Konvent hat sie zum Tode verurteilt. Also keinen Aufschub, Robespierre. Unterschreiben Sie. Unterschreiben Sie. Vollstrecken wir den Willen des Volkes. Anton, ich hatte keine andere Wahl. Untergang Frankreichs oder Untergang der Republik. Ich bin Soldat. Mir steht Frankreich näher als die Revolution. Ich werde im Konvent sprechen. Es gibt Patrioten, die mich verstehen werden. Diesen Hochverratsprozess muss ich der Republik ersparen. Kutscher! Was sagst du, Demoulin? Danton kommt zurück als Retter der Republik? Mhm. Er kommt zurück als ihr Totengräber. Danton, Totengräber. Dantons Vertrag ist der Verrat unserer Idee. Er glaubt, Marie Antoinettens Kopf gerettet zu haben. Er soll lieber Acht geben auf seinen eigenen. So ist es. Seit er diese Aristokratin geheiratet hat, habe ich das größte Misstrauen gegen ihn. Der Herr draußen will nicht mehr länger warten. Der Bürger Sanson soll hereinkommen. Bitte schön. Tag, meine Herren. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, wenn ich störe. Aber ich habe jetzt eine ungeheure Menge Arbeit zu verrichten. 17 Gehülfen habe ich schon einstellen müssen. Tja, das Volk von Paris will exakte Darbietungen. Tja, aber meine Herren, wenn der Staat meinen Betrieb nicht übernimmt, bin ich bankrott. Ich werde Ihr Gesuch befürworten, Meister. Tausend Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Heute arbeiten wir nämlich an 5 Plätzen auf einmal. Wer war denn das? Das war Sanson, der Henker von Paris. Der Henker von Paris? Danton! Guten Tag! Danton! Ja. Guten Tag! Ein herzlicher Empfang. Ich bringe euch den Frieden. Also, stellt eure Fragen. Wir werden unsere Fragen stellen. Aber nicht hier. Und diesen lächerlichen Burschen habe ich in sein Amt eingesetzt. Dass du so spät kommst. Die Guillotine steht nicht mehr still.
Maria Antoinette? Ja. Hingerichtet. Und jetzt wird der Feind Paris nehmen und die Revolution erdrosseln. Unsere Revolution erdrosseln! Ist dir das lieber als mein Friede mit Zugeständnissen? Ja. Es gibt nur die Idee. Jedes Zugeständnis ist Verrat. Je mehr von uns für die Idee sterben, desto stärker und sicherer wird sie leben. Das ist Theorie, Robespierre. Die Idee lebt nur mit uns. Es gibt keine Brücke mehr zwischen uns. Schade. Schade um Frankreich. Ja, ja. Schade um Frankreich. Robespierre. Was macht ihr aus der Freiheit? Erinnere dich doch, du warst gegen die Todesstrafe und heute ist deine einzige Weisheit das Schafott. Wenn in diesem Augenblick einer den anderen vernichtet, ist alles verloren. Robespierre, versöhne dich mit Danton. Lade ihn heute Abend zu dir. Ich werde kommen. Vielleicht gelingt es mir, ihn zu überzeugen. Hm. Ich schlug sie, den König und die Aristokraten. War das Mord? Nein, das war Krieg nach innen. Soll ich meine Hand fluchen? Auf die der Fluch des Muss fiel? Du hast damit das Vaterland gerettet. Nicht wahr, Camille? Es war Notwehr. Ich muss... Es war ein guter Herr! Ein guter Herr! Das ist Mord. Das ist Robespierres Idee. Ja, ja. Aber du musst dich mit ihm verständigen. Heute Abend. Verständigen mit Robespierre. Robespierre lässt lange auf dich warten. Wo bleibt er denn? Ich weiß es nicht. Vergiss, was sie dir angetan haben. Er will doch Frieden mit dir machen. Deshalb bin ich ja gekommen. Stoß ihn nicht zurück. Robespierre! Ich freue mich, dass Sie Ihren Groll gegen mich vergessen haben. Stoßen wir alle auf einen ehrlichen Frieden. Es lebe Robespierre! Es lebe Danton! Trink, Robespierre! Glaub mir! Ich bin ein guter Republikaner, aber es gibt noch andere Dinge als den Katechismus der Revolution. Nicht, wenn die Revolution in Gefahr ist. Sie ist immer in Gefahr. Nicht sehr beglückend für uns Frauen.
würde mich sehr freuen, wenn Sie man nicht lebt wie Sie, trocken, nüchtern, ohne Liebe, dann ist man gleich ein Aristokrat. Ich würde mich so sehr freuen, wenn Sie bald... Sie siegen im Zeichen des Todes. Wir retten das Vaterland durch die Macht des Schreckens. Die Welt muss Frankreichs Schafott fürchten. Ja, ja, ich verstehe. Ihr wollt mich ködern. Ich soll euch helfen, die Gehirne des Volkes im Blutrausch zu umnebeln. Zu welchem Zweck? Das will ich euch sagen. Danton, ich warne dich. Ich flehe dich an. Danton. Ach, ihr wollt nichts als die Diktatur. Die Diktatur, ja. Die Diktatur der Idee. Die Diktatur der Guillotine! Und wenn es sein muss auch, die Diktatur der Guillotine! Du hast die Revolution gelehrt, ihre eigenen Kinder zu fressen! Danton, klage nicht an! Ich muss anklagen, den Mord muss ich anklagen! Warum soll ich denn nicht anklagen? Weil du dich eigentlich verteidigen müsstest! Mach doch keine Phrasen! Dein Herz ruht nicht, solange ich lebe! Du hast nie verstanden, worum es mir geht. Also Robespierre schickt uns aufs Schafott. Das Volk von Paris liebt dich nicht mehr. Ja, ja, Danton. Wir müssen fliehen. Wohin? Kann man das Vaterland an den Sohlen seiner Schuhe mitnehmen? Danton, du liegst und schläfst. Im Konvent ist dein Tod beschlossen. Lass mich. Sie sind unterwegs und holen dich. Mein Weg ist zu Ende. Sie sollen mich guillotinieren. Ich guillotiniere keinen mehr. Wehre dich doch! Du, sprich zu ihnen. Dein Wort hat noch immer gesiegt. Ich bin so müde. Als es um den König ging, da warst du nicht müde. Als sie dich zur Armee wegholten, da warst du nicht müde. Und ich? Ich werde mich wehren. Ich werde sprechen. Noch einmal. Die Welt wird mich hören. Ihr Name? Georges Jacques Danton, 34 Jahre alt. Ihr Beruf? Revolutionär und Volksvertreter. Die Wohnung? Ja, meine Wohnung. Bald im Nichts. Seine Wohnung.
Pantheon der Geschichte. Danton, der Nationalkonvent klagt Sie an, den Verräter Dumouriez begünstigt, sein wahres Wesen verheimlicht und seine freiheitsmörderischen Pläne geteilt zu haben. Pläne, die darauf hinausliefen, mit bewaffneter Macht auf Paris zu marschieren, die republikanische Regierung zu stürzen und das Königtum wiederherzustellen. Außerdem war es der Bürger Danton, deren Einverständnis mit dem äußeren Feind die Vollstreckung des Todesurteils an Marie Antoinette verhindern wollte. Unter der Anklage der Mitschuld steht Camille Desmoulins. Meine Stimme, die so oft für die Sache des Volkes erscholl, wird es leicht haben, diese Verleumdungen zurückzuweisen. Danton, aus dieser Kühnheit spricht das Verbrechen. Privatkühnheit ist ohne Zweifel verwerflich. Aber jene Nationalkühnheit, zu der ich so manches Mal das Beispiel gegeben habe, diese Art von Kühnheit ist erlaubt, ja, sie ist notwendig in der Revolution. Ich soll verkauft sein. Männer meines Schlages sind unbezahlbar. Na, na. Bravo, Herr, ganz recht. Ich soll mit Dumouriez konspiriert haben. Ich soll. Du elender Saint-Just, du. Du wirst es vor der Nachwelt zu verantworten haben, diese Verleumdung. Ich soll mich vor eurer unbestechlichen, unbeugsamen Gerechtigkeit verantworten. Wo ist denn Robespierre, wenn er hier erscheint? Übernehme ich die ausdrückliche Verpflichtung, meinen Kopf auf Schafott zu tragen oder zu beweisen, dass eure Köpfe dem Volke vor die Füße rollen müssen. Ruhe im Namen der Republik. Achtung vor dem Konvent. Der Angeklagte wird abgeführt und ihm wird in seiner Abwesenheit der Prozess gemacht. Das ist die Diktatur. Sie schreitet über unsere Leichen. Ich frage Robespierre, der Jüst, der Hochverrat. Sie wollen die Republik im Blut ersticken. Ihr wollt Brot und sie werfen euch Köpfe hin. Hören Sie denn die Klingel nicht? Die Stimme eines Menschen, welcher für seine Ehre und sein Leben kämpft, muss seine Klingel überschreien. Ich habe im September die junge Brut der Revolution mit den zerstückten Leibern der Aristokraten geätzt. Meine Stimme hat aus dem Golde der Reichen und Aristokraten dem Volke Waffen geschmiedet. Meine Stimme war der Orkan, welcher den Despotismus unter den Bogen von Bajonetten begrub. Thank you.
Volk ist nicht mehr zu halten. Es will Danton befreien. Was soll geschehen? Lass den Leuten sagen, es sind Lebensmittel aus Marseille gekommen. Sie liegen im Hafen. Sind denn welche gekommen? Nein. Aber sag's ihnen. Sagen hilft nichts mehr, wir müssen handeln. Dann wird der Konvent geräumt und das Urteil vor leerem Haus verkündet. Ich habe so oft gegen die Todesstrafe gesprochen. Das muss lange her sein. Die Feinde der Revolution haben mir die Waffe in die Hand gezwungen. Sie oder ich. Wo liegt die Schuld? Warum sehen Sie mich nicht an, Cornelia? Ich habe Angst. Um Danton? Nein. Um Robespierre. Ich werde an dieser Sache zugrunde gehen. Aber Frankreich wird leben. Das ist die Liste für morgen. Ja, wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stimmt. Gut. Und dann darf ich für morgen wohl um etwas mehr Militär bitten. Danton hat immer großes Publikum gehabt. Das wird gemacht. Gut. Wer hat denn den Kampf gegen Ludwig begonnen? Wer? Wer hat den Prozess der Menschheit gewonnen? Wer? Was liegt daran? Mag die Sündflut der Revolution unsere Leichen absetzen, wo sie will. Nein, das darf nicht geschehen. Nein! Ich will schreien, dass alles erschrocken stehen bleibt. Alles stockt. Nichts sich regt. Verzeihen Sie, Herr Robespierre, aber Mara ist tot, der König ist tot und nun Danton, der wird auch bald. Und da hat man mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden. Es handelt sich nämlich um die 100 Francs, die